Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ich wollte mich kurz am Anfang bedanken und zwar habe ich vor ungefähr 2 Monaten mit Fortnite-Videos angefangen. Der erste Monat lief so ein bisschen, aber der zweite Monat hat mir mal wieder bewiesen, dass ich eine super Community habe, die sich schnell umgewöhnen kann. Also vielen Dank an alle Views in der letzten Zeit, alle Likes und so weiter, ihr seid die Besten. Deswegen wird auch jetzt hier der Kommentar des Tages eingeblendet. Wenn du mal Kommentar des Tages werden möchtest, schreib einfach einen Kommentar und mit ein bisschen Glück bist du morgen in der Folge dabei. Ihr habt mir massivst Clips geschickt für DSDSN. Das bedeutet, Deutschland sucht den Super Ninjas heute. Da Leute, wir haben wieder unglaublich viele Mails bekommen. Wenn du auch deine Clips einsenden möchtest, auf die ich hier reagiere und dich vielleicht zu Deutschlands nächsten Super Ninja küre, dann würde ich dir auch einfach empfehlen, eine Mail zu schreiben. Und zwar an scorpionfortnite@web.de, Leute. Wir gehen jetzt mal direkt rüber ins Postfach. Da sind wir auch schon, Leute. Hier sind wir schon im Postfach. Ihr seht schon, wir haben jetzt mittlerweile, okay, das seht ihr jetzt nicht, aber wir haben 1976 Mails schon bekommen. 1976. Wie krass ist das denn, Leute? Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt mit euch ein bisschen auf die Clips zu reagieren und dann zu schauen am Ende, wer ist denn heute DSDSN-Gewinner. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich meine Webcam-Qualität echt geil finde zurzeit. Ja gut, das habe ich aber. Okay, guck mal, hier haben wir schon wieder so Kollegen Florian, der schreibt nämlich in den Betreff den Titel. Und das werde ich nie verstehen, warum Leute das verwechseln. Das war früher schon immer so, Alter. So, machen wir es einfach mal auf. Okay. Och nee. Auch wir fangen gar nicht so an mit so einem Handy abgefilmten Dreck. Leute, ihr habt die Share-Funktion. Es gibt Capture-Cards. Klar, die Capture-Cards kosten ein bisschen was, aber die Share-Funktion sollte euch eigentlich durchcarryen. Und wenn ihr euch darüber informiert, dann werdet ihr wissen, was das ist. So, Wargaming. Hey Marcel, ich weiß, es sollte nur ein Clip sein, aber es sind mehrere 2-Minuten-Kills und lustige Momente. Nee, leider nicht, denn du weißt ja auch, es sollte nur ein Clip sein, beziehungsweise einzelne Clips. Es tut mir leid, aber Wargaming, da ist heute mal Endstation. So, okay, jetzt haben wir hier mal bester Kill. Aber es ist ein Twitch-Clip, Leute, ich habe gesagt, nur YouTube. Also wir haben jetzt schon die ersten 3 falschen Beispiele, das heißt, ab jetzt klappt's ja. So, Falle plus Jump Patch als YouTube-Link, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Was haben wir denn hier für einen Salat? Und gute Qualität, perfekt. Das meine ich, Leute, das ist gut. What the fuck? Ist er mit dem Jump-Pad im Haus gerade unterwegs, der Marc Scharf. Ah, und jetzt hat er dann eine Falle platziert und da wird jetzt wahrscheinlich in 3, 2, 1. Ey, das ist so geil, wie er da, mit was für einem Druck er da reingeflogen kam, Leute. Guck mal. Alter, das sah geil aus, ohne Scheiße. Er ist ein nicer erster Clip auf jeden Fall. Rocket Ride plus Snipe Kill plus Last Kill mit Trap. Okay, auf Trap stehe ich aber nicht so. Okay, hat es verstanden wegen der Musikrichtung? Egal, anderes Thema. Lassen wir das sein. Okay, also wir haben hier, warte mal. Dieser Clip kommt mir irgendwie bekannt vor. Diesen Clip kenne ich nämlich schon. Den habe ich in der letzten Folge nämlich gezeigt und du kannst mich nicht verarschen. Diesen Mail hast du mir heute erst geschickt, aber ich merke mir sowas. Gucken wir mal, wie oft er mir den schon geschickt hat. Aha. 1, 2, 3, 4, 5 Mal nämlich schon, mein Freund. Ja. Okay, 6 Manfeed, 6 Mapfeed, 6 Manfeed. Alles klar. Hier hat er wahrscheinlich den Link vergessen. Nee, doch nicht. Ist immer derselbe Link? Ja, okay. Also der Typ ist, der will auch unbedingt in die Folge anscheinend, ja? Wenn das hier schon 3 Mal gesendet hat, aber bitte nur 1 Mal senden ab jetzt. Ach Leute, das ist doch einfach ekelhaft, ist das. Warte mal, DN Gaming TV. Ist DN Gaming TV nicht der Typ hier? Marcel spielt gegen Bots, er zieht sein Facecam unten links wegen dem Namen, aber in der Mitte steht nach einem Kill der Name vom Gegner beobachtet. Gut, liebe Grüße, DN Gaming TV. Ah ja, das scheint ja zu sein, das sieht man an der Bewertung. Ja, also lass es doch einfach jetzt sein, mir Hate-Kommentare zu schreiben. Hier, warte mal, da lasse ich auch nochmal hier. So, ciao. DN Gaming TV, er sendet mir wirklich was ein. Das ist der Typ, Leute. Squad zerstört, Turn on des Grauens. Okay, des Grauens. Ersten hat er. Schön gebaut, mit Wand sogar. Treppe mit Wand. Das ist schon etwas advanced bauen. Mach ich oft noch nicht. Absolut zerstört, Roberto. Er will aber auch erst finishen, ne? Tatsache sieht man, dass es ein Deutscher ist, ne? Das ist ja klar. Okay. Aber noch keinen richtig krassen One-Shot verteilt. Jetzt ist dahinter jemand scheint. Oh, das war, oh zwar cool. Gott, aber einer fehlt noch. Ich will jetzt auch noch sehen, dass er noch einen mitnimmt. Oh Gott. Da ist ein guten. Das ist so zerstört. Es war ein nicer Clip, sag ich mal, aber es war jetzt nicht ultimativ krass. Jetzt kommen hier Kommentare. Selber kritisieren, aber selber nicht so gut sein. Ich würde sagen, diesen Clip hätte ich auch hinbekommen, Leute, mittlerweile. Wenn ihr das Video von gestern abcheckt mit Edu Tricks und Monte, da habe ich auch so eine Szene gehabt. Da hat nur einer gefehlt und da war ich auch in so einem Treppenhaus eingesperrt. 1 HP, Final Match. Na gut. Okay, noch leben 2 Gegner. Die wahrscheinlich im Team sind, weil es ein Bonus ist. Okay, okay.
Echo des Grauens ist natürlich mal wieder am Start. Aber gute Bildqualität, da beschwere ich mich nicht drüber. Okay, er baut sich jetzt hier gerade erstmal wie ein Weltmeister. Okay, hat wirklich jetzt hat er gut, sich gut rausgebaut in Situation. Die Frage ist jetzt, wie regelt er das? Also dem wird er jetzt wahrscheinlich gleich... Boah, der hat schön mitbekommen, der eine. Der hat richtig schön was mitgenommen. Lecker, lecker. Oh Gott, ein HP so. Ein HP. Als ob er das gewinnt gegen die zwei, Digga. Das geht gar nicht. Ja, egal. Er sagt schon egal, er denkt schon, das kann gar nicht mehr klappen. Oh, heavy. Okay, der kommt in die engere Auswahl. Die engere Auswahl sieht so aus, dass ich hier eine DSDSN-Playlist habe. Und da kommt das Video jetzt rein. Eieiei, Leute, das war richtig gut gemacht, ne? Und 200 Meter Desert Eagle Shot haben wir auch noch von demselben Typen. Von Baklava. Das sollte auch an BCC Trolling anscheinend, deswegen hat er das so genannt. Auf jeden Fall nice. Wenn du es nicht zu BCC Trolling schaffst, hast du es auf jeden Fall hier zu DSDSN geschafft. Boah, der Typ hat mir das ja auch schon öfter mal gesendet hier anscheinend. Okay, 247 Meter Longshot mit dem Jagdgewehr. Boah. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal. Der erste Schuss war schon heavy. Wow, okay, das war heftig. Das ist auch richtig gut. Richtig nicer Stuff, Alter. Aber ich kann halt nicht alles in die engere Auswahl machen. Ich will es jetzt so machen, dass ich mich beschränke so auf 4-5 Sachen für die engere Auswahl. Weil sonst ist das ein bisschen, ja, too much, finde ich. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was das war jetzt. Aha, okay, den hat er jetzt. Ja, klar. Krass, ich hätte es nicht mit dem Jump-Head gemacht, weil der Typ war eigentlich auf ihn fixiert, keine Ahnung. Jetzt voll Glück, ob es irgendwo anders hingeguckt hat. Ja, da ist der letzte. Okay, der Clip heißt, wenn die Kugeln nicht connecten. Das war auf jeden Fall der Fall. Aber ich will mal wissen, vielleicht hat sich dabei zu viel bewegt. Guck mal. Er hat, ich muss dir auch sagen, du hast auch wirklich nicht alles getroffen, glaube ich. Aber es war schon ekelhaft. Across the map, Deagle Shot, Gegner nicht zu erkennen. Okay, gucken, ob es noch krasser ist als der andere. Nicht gelistet, genauso wie ich das haben. Sogar DSDSN im Titel. Das wäre natürlich noch gut, wenn ihr dann DSDSN auf eure nicht gelisteten Videos draufhaut. Oh, huhu. Der hat da absolut ausgeknipst, den Kollegen. Alter, wie so eine abgefuckte Fernbedienung. Alter, das war schon nice. Hätte einen kranken Trickshot für dich, schreibt der Frizz Frizz. Dann frisse ich mir den mal rein. Ja. Der Trickshot. Oh, mit Intro sogar. Alles klar, Digga. Heavy, heavy Intro. Na, es war so ein bisschen so wie mein Clip von gestern, ne? Wobei, meiner war noch mit Turn-On, ich will nicht sagen, aber gut, das habe ich aber. Okay, das ist mal eine Seltenheit. Das ist ein Clip, der anscheinend direkt am Anfang der Runde stattfindet. Ja, was ist denn hier los, fragt man sich da, ne? Berechtigterweise. Was ist denn jetzt hier los? So, Stone ist jetzt hier anscheinend hier in Fatal Fields, mein absoluter Nicht-Lieblingsort. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich die Crossbow-Action, oder? Jetzt kommt wahrscheinlich die Crossbow-Action. Okay, wie gleich kommt es auf jeden Fall. Noch 10 Sekunden oder so, dann müsste es jetzt... Okay, erst ein lebender Toter. Wie lustig aus dem Fenster gehüpft ist. Und jetzt holt er mir eine Crossbow, oder mit der Granate? Was macht er? What the fuck? Wie kann man so cool bleiben, Digga? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist aber Feierabend, oder? Der Typ hat so gelitten, Digga. Wie er ihn nicht ernst genommen hat, wie er gesprungen ist weiter, ne? Das fand ich auf jeden Fall lustig, Leute. Ich habe auch viele Kommentare letztes Mal gesehen, dass die Leute lustige Clips auch gut finden und nicht immer Beast-Clips. Deswegen werde ich auf jeden Fall versuchen, das zu mischen. Okay, er hört auf jeden Fall hier einen Gegner. Einen Squad sogar. Okay, guck mal. Okay, den ersten erstmal Headshot, den zweiten. Okay, der zweite war jetzt auch anscheinend weak. Alter, da sind ja noch vier Leute da vorne. Okay. Boah, die Deagle unterschätzt sich ja voll. Warum benutze ich die nicht öfter mal? Okay, da, klatscht er das jetzt oder was? Okay, nice. Der hat auch eine übelste Boss-Position. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, 600 HP. Den hat er auch noch genockt, oder? Alter, es ist nicht. Ich dachte erst so nach wie ein Smash, dann ist auch nice. Okay, komm schon. Zieh durch. Slurper. Okay, er wird genadet. Also die Shot, die hätte ich mitgenommen. Okay. Boah, hat er das geplayt, Digga. Komm, jetzt holen wir endlich. Jawohl, 6 Kills. Nice Clip, finde ich. Fand ich gut.
Fand ich richtig cool. Boah, Alter, wie weit der über ihn zielt, Mann. Oh, nice one, Alter. Nice one auf jeden. Bombe gehittet, OBM. Okay, das Video heißt heftiger Squad-Kill. Da schauen wir nochmal rein, was uns hier gesendet wurde jetzt. Da müssen wir ja mal genau nachschauen. Boah, Alter, er ist schon in der Scheißposition. Der P1 hat er. Wie der Österreicher, höre ich sofort. Boah, das hat er richtig, den hat er richtig gut geholt, Alter. Das war gutes Aim. Impulsgranate. Das war richtig heftig, Digga. Das war richtig gut. Als ob er jetzt noch eins mal. Okay, er hat sich jetzt hier hinter ihn gebracht. Ja, der hat mich jetzt wahrscheinlich einfach da drüben. Boah, nicer Clip. Auf jeden Fall nicer Clip, Digga. Der Clip war mir einfach sympathisch, deswegen kommt der jetzt auf jeden Fall auch in die Auswahl. Ich weiß, werden wieder welche sagen, ah, bei 3,52 der Clip war aber krasser. Ist halt so. Kann man nichts machen, meine subjektive Meinung entscheidet, denn ich bin hier der Juror. Ich bin quasi Dieter Bohlen. Okay, gucken wir uns das mal an. Impulsgranate. Alter! Digga, was? Oh mein Gott, Digga, er hat ihn so zerstört, Alter. Er hat ihn so zerstört, das ist 100 Punkte. Er gibt ihm den RPG-Trickshot, Mann. Er hat 1% HP jetzt. 1% HP. What the fuck? Okay. Gucken wir jetzt da. Als ob er jetzt mit 1% ein ganzes Squad besiegt. Mit 1%, Digga. Das geht gar nicht. Das wäre ja abnormal krank. Okay. Ich musste leider den Sound ausmachen, weil er irgendwie Musik mit dem Handy im Hintergrund gehört hat. Aber als ob er das jetzt, Digga, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Digga. Er darf nicht mal einmal angeguckt werden jetzt erst sofort. Instant, Challenge sogar richtig, ey. Okay, einen hat er. Boah, Alter, okay. Boah, das war so wichtig, Digga. Okay, als ob, das sind immer noch Gegner, ey. Oh mein Gott, das war heftig, Alter. Das war richtig heftig, auch mit 1% und Teammate noch belebt. Heftig. Richtig gut. Okay, Leute, für mich ist es heute ganz einfach, denn für mich ist der Gewinnerclip auf jeden Fall dieser hier. Schau mal an, Impulsgranate. Weil ich die Mischung einfach cool finde aus einem Impulsgranatenplay, einem 720, dann einem Raketenwerfer direkt in seine Base und das Ganze auch noch zum epischen Win. Also diese Kombination von allem finde ich nice. Auf jeden Fall hast du gewonnen. Gucken nochmal, wie der Typ heißt. Revasion X King hat somit DSDSN gewonnen und nächste Woche geht es dann weiter. Schickt mir eure Clips an scorpionfortnite@web.de, Leute. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.